Heute habe ich mehrere Themen. Hauptthema ist Adern, Verlöten, Verzinnen. Darf man das? Wann darf man das? Wie darf man das? Kann man das verklemmen? Warum gehen manche Glühbirnen in einem Bad zum Beispiel ständig kaputt? Manche nicht, unerklärlich. Dann habe ich noch eine Geschichte wegen meiner LED-Beleuchtung. Um RCD geht's, um Selektivität geht's. Dreipolig abschalten, einpolig abschalten, Neutralleiter schalten, abschalten. Um mein Dialekt und natürlich um meine geliebten Gescheithäufer. Herzlich willkommen zu meinem Montagsvideo. PW Info, da geht's um eure Fragen. Und natürlich geht's in diesem Format auch um die Gescheithäufer-Kommentare. Davon lebt diese Montagssendung. Es wollt es, ich gebe es euch. Also, alles gut. Der Ario 2504 hat mir einen Kommentar geschrieben und hat mich dann gefragt, er hat im Bad eine Glühbirne. Er verwendet qualitativ hochwertige Osram-LED-Glühbirnen und trotzdem werden die alle 4-6 Wochen kaputt. Woran das liegen kann, ob man da irgendwie was messen kann? Grundsätzlich ja, es gibt da verschiedene Fehlermöglichkeiten, Fehlerquellen. Erstens, wenn man zu nah oder zu weit an einem Treffer, an einem Erzeuger ist zum Beispiel, gibt es ganz oft Spannungsspitzen, Stromspitzen, die Elektronik drin, diese Elektronik töten. Da aber scheinbar das Ganze nur in diesem Badezimmer ist und sonst im Haus nirgends, gehe ich davon aus, dass dies nicht das Problem ist. Man kann natürlich jetzt in dem Badezimmer drin Strom und Spannung mal messen, das wäre aber auch nicht viel bringen. Ich kann nur sagen, man kann natürlich das Ganze mal überprüfen, ob irgendwo vielleicht eine Neutralleiterklemme locker ist, da wo halt irgendwo Schwierigkeiten entstehen. Ich persönlich verweise, und da möchte ich fast sagen, 97% habe ich da recht, auf die Lampen, die da drin sind, auf die Fassungen, die da drin sind. Ich habe den Fall schon sehr oft in meiner Laufbahn gehabt. Die teuerste Glühbirne, die teuerste LED-Glühbirne, das teuerste Leuchtmittel nutzt nichts, wenn die Fassung, die da drin ist, der größte Schrott ist. Wir haben in der Fassung einmal unten eine Kontaktklemme, die in der Glühbirne unten auf den Pol unten geht und einmal in der Seite diesen Kontakt, der auf den Sockel geht. Viel häufiger, als man denkt, sind diese Kontakte drin zu lasch, damit dabei dann keine Verbindung entsteht, die fest genug ist. Ich habe das schon oft so gemacht, habe natürlich ausgesichert und keine Ahnung, vom Hausanschlusskasten abtrennt, das Gebäude komplett stromlos macht, den kompletten Straßenzug stromlos macht und dann den Kontakt in der Fassung drin. Unten den unteren Punkt ein ganz bisschen angebogen und auch den seitlichen Kontakt ein bisschen aufgebogen. Ganz oben hilft es. Natürlich schaut das nicht, wenn man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, einfach einmal da drin in dem Raum, eben an der Lampe, an der Fassung vielleicht einfach einmal Messungen vornimmt. Ich habe das auch schon gehört, dass zum Beispiel hinten an der Fassung, an der Klemmstelle, wo die Leuchte, die Lampe angeklemmt ist, dass da irgendwo ein kleines bisschen ein Wackler da ist, Übergangswiderstand hoch ist. Gibt da viele Möglichkeiten. Ich würde aber, um ehrlich zu sein, meistens auf die Lampe tippen. Ein großer Faktor, das was ich jetzt gesagt habe, und ein weiterer großer Faktor ist oft die Wärmeabfuhr. Wenn da die Glühbirne drin ist, die Elektronik wird heiß, die wird auch heiß. Wenn die in einem Bad drin leicht die Lampen unter Umständen doch einmal eine halbe, dreiviertel Stunde, eine Stunde ununterbrochen. Wenn die Leuchte da irgendwie komplett gekapselt ist und die Wärme nicht abführen kann, gibt die Elektronik gern einen Geist auf. Meistens liegt es an dem. In diesem Video habe ich euch erklärt, wie man eine herkömmliche Leuchtstofflampe umbaut auf LED. Das ganze Geschiss, was innen drin ist, KVG, alles rausreißen. Und dann eine 230 Volt LED-Röhre einsetzt. Das ist eh sehr kontrovers diskutiert worden, weil man eine andere Schaltung macht. Ich habe nach dem Video dann gleich ein zweites gemacht, wie man, und habe das gezeigt, die alternative Möglichkeit, wie man das auch machen kann. Grundsätzlich ist es aber mir darum gegangen, dass wenn diese Dinge, die ich von mir oder über mich da behauptet, dass das total falsch ist und so weiter, wenn die stimmen, warum werden da neue Leuchten? Habe ich im zweiten Video erklärt und gezeigt, warum werden da neue Leuchten so verkauft. Genauso ist es mit dem Walter Lichter, der hat
im Prinzip das Gleiche geschrieben. Die Kennzeichnung, die ganzen Dinge habe ich ja eigentlich im zweiten Video eh gesagt. Und CE-Kennzeichen, E-Liste und so weiter. Ja, ich habe ja in beiden Videos gesagt, dass das passiert, dass man da keine Garantie, CE-Zeichen und so weiter erlischt. Ich habe ja nicht empfohlen, dass irgendwelche Elektrofirmen das bei irgendwelchen Kunden machen. Das müssen sie natürlich selbst und eigenverantwortlich durchdenken und dem Kunden preisgeben. Ich habe nur gezeigt, dass das möglich ist, dass die komplizierte Schaltung, die da drin ist, ist nicht wirklich kompliziert, schaut nur kompliziert aus, dass das möglich ist. Dass das möglich ist. Mir ist nie darum gegangen, ist klar, dass man da kennzeichnen muss und mit dem Kunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, der GU10-Sockel oder GC10-Sockel ist ja das Gleiche. Überall, früher haben es 12 Volt, oder die hat es 12 Volt gegeben, die hat es 230 Volt gegeben. Mit LED, wenn da der Verkehr eingesteckt worden ist, hat es Busch, hat es da. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Dongua Chamberlain hat Fragen zum RCD gehabt. Beim RCD wollte er wissen, ob der Eingang, Ausgang, die haben ja nummeriert, der ist doch nicht einmal nummeriert, muss ich sagen, mit 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nein, das ist egal. Du kannst mit der Zuleitung von unten eingehen, du kannst mit der Zuleitung von oben eingehen. Meistens wird mit der Zuleitung von oben reingegangen, weil unten dran, wenn die Leitungsschutzschalter im Anschluss angereiht werden, mit der Phasenschiene durchgebrückt werden, und dann ist natürlich eigentlich dann die einzige Variante sogar. Aber grundsätzlich spielt das keine Rolle. Dann wolltest du noch wissen, wegen der Querschnittsleitungsberechnung, Leistungsberechnung. Dazu kann ich nur sagen, wie ich das berechne, ich kann es halt einfach berechnen, falls auch anhand der Erfahrungswerte, aber ganz normal, gibt es ganz normale Formeln. Für die Allgemeinheit muss ich aber sagen, ich verlinke unten einmal eine kostenlose Seite, wo man online das berechnen kann. Da gibt man die Länge ein, die Amperezahl und Cosinus Phi, Spannungsabfall, und dann spuckt er das Ergebnis aus, kann man auch, glaube ich, umstellen. Bei meinem letzten Video mit den Tipps, einmal dritteln, vierteln, die meisten werden es schon gesehen haben, ich verlinke das unten einmal, vielleicht kann ich es im Eck oben auch verlinken, da habe ich viel Lob gekriegt. Ganz viele waren natürlich wieder dabei, die haben jeden Trick schon kennt und jeden Trick schon seit 40, 80, 90 Jahren machen sie das schon. Einige Schreiner, ihres Zeichens Schreiner, sind dabei gewesen und haben dann geschrieben, sie wundern sich, dass ich als Elektriker so einen Trick auch weiß. Kriegt man halt alles ein wenig so mit auf die Baustelle, gell? Besonders den einen Trick, wo man die Macke rausbügeln kann, habe ich erwähnt. Das ist natürlich jetzt Weichholz, im Hartholz wird das gar nicht so gehen. Da muss ich sagen, ist lustig, wenn man die Kommentare liest. Da ist einer ein Schreiner, der sagt, doch, das geht im Hartholz ganz genauso. Der nächste Schreiner sagt, nein, das geht nur im Weichholz, Hartholz geht da auf gar keinen Fall. Habe ich aber im Video eh erklärt. Im Hartholz kriege ich aber dann den Dämpfer auch nicht so schnell ein. In dem Video habe ich auch mit meiner Schraubenausdrehzange gearbeitet. Das hat dann dem Burkhard Lüpiak überhaupt nicht gefallen. Er hat geschrieben, wenn ich das mit seinem Seitenschneider machen darf, dann sollte ich mich besser nicht erwischen lassen von ihm. Da muss ich sagen, Burkhard, erstens einmal, deinen Seitenschneider brauche ich da gar nicht, weil ich habe 634.000 Seitenschneider. Das ist einmal das Erste. Und das Nächste, wie kommst du darauf, dass das auch nur ein kleines bisschen was an dem Seitenschneider kaputt machen sollte? Ich tue den Schraum nicht anzwicken, weil du musst das Video nochmal anschauen. Ich tue den nicht anzwicken. Ich nehme den Schraubkopf, zack, 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 und drehe den Schraum raus. Jetzt Kupferkabel abzwicken, ist da mehr Belastung für den Seitenschneider, für die Schraubenaustrittzange, ist wie das. Aber eben das sein. In die Outtakes zu dem Video habe ich mir wieder ein bisschen lustig gemacht über die Teppichmesserfeinde, die wollte ich überhaupt nicht mehr. Da habe ich dann vom Eifelklaus M. habe ich dann geschrieben, er, der Berufsschullehrer, hat zu ihm gesagt, das Teppichmesser ist auch kein Elektrikerwerkzeug. Wie kommt der Berufsschullehrer drauf, das zu beurteilen können? Das ist ein Lehrer und kein Elektriker. Und an alle Berufsschullehrer, ich mute mir ja auch nicht oder maße mir auch nicht an, zu behaupten, ich bin ein Lehrer, nur weil ich Auszubildende habe. Also es hat Berufsschullehrer, bleibt es bei Enkelberuf, weil mit Elektriker draußen
Da habt ihr vielleicht einmal irgendwo Ausbildung genossen, aber ansonsten habt ihr nichts damit, absolut nichts damit mehr zu tun. Also, sowas zu behaupten von Berufsschullehrer, das ist in meinen Augen extrem grenzwertig. In dem Video, wo es darum gegangen ist, ob man Drehstrom aufteilen darf in drei, zum Beispiel drei Wechselstromkreise, habe ich auch die Vorschrift zitiert, mehr oder weniger. Daraufhin habe ich jetzt. Ist gleich wieder der Andrea aus Bulkenz gekommen. Sehr geehrter Herr PW, 1644, auch der Neutralleiter ist ein aktiver Leiter. Somit muss ein vierpoliger LS sein. Nicht zu verwechseln mit dem vierpoligen. Jetzt pass mal auf, Andrea aus Bulkenz. In dieser Norm steht überhaupt nichts von einer Sicherung drin. Es steht in dieser Norm drin, schaltbar, freischaltbar zu machen. Und dafür haben wir ja mir bis 32 Ampere Steckdosen einen E-Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschrieben. Also ich weiß gar nicht, was jetzt da, und der ist ja vierpolig. Das, was du sagst, du schreibst jetzt in diesem Kommentar ein, ich habe Unrecht und es gehört ein vierpoliger LSS sein. Das ist eine Lüge. Irgendein von meinen Zuschauern lesen das und denken sich, oh, muss ich einen vierpoligen einbauen? Nein, das stimmt einfach nicht. Es müsst auf Leute hören, die Verständnis und Ahnung von dem haben, was sie machen, und nicht irgendein Kasperl, der irgendwas einschreibt. Der Hartmut Rausch hat geschrieben, ich soll durch die Nullpunktverschiebung, er meint natürlich die Sternpunktverschiebung, mal in der Praxis zeigen. Das habe ich mir überlegt, das ist gar keine dumme Idee. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das am besten aufbaue, damit das die breite Masse ein bisschen verstehen kann. Werde aber demnächst kommen. In dem gleichen Video mit dieser Aufteilung eines Drehstromstromkreises hat der CBI68 oder wie du weißt, hat mich gefragt, ja, warum da ein Dreipoliger sein muss, warum nicht drei einzelne, theoretisch spät durch das Krollen. Ja, jein, jetzt muss ich es so sagen, wie es so weit schreibt es dann, gell? Jein. Grundsätzlich ist es so, es ist und bleibt ein Drehstromstromkreis. Der Drehstromstromkreis, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, der weiß auch nicht, dass er hinten plötzlich kein Drehstromstromkreis nicht mehr ist, sondern drei Wechselstromstromkreise sein muss. Sollte heute die Leitung irgendwo in der Mitte auftrennt werden, das hat schon seine Richtigkeit. Wenn ich heute, irgendwo ist ja das geklemmt, das fünfadrige Kabel, die Leitung, die jetzt meinetwegen in der Küche geht, irgendwo ist ja das verklemmt. Jetzt gehe ich da heute irgendwo hin, in der Küche ist irgendeine Dosen, tue dann die eine Steckdosen in der Sicherung aussichern, tue da drin dann irgendwie was, weil ich meine, das ist weg, tue das auszubauen, an der Dosen ist ja dann in der Küche nicht ersichtlich, dass immer noch zwei Phasen drauf haben. Also das ist schon richtig so. Also. Der Christoph Spielmann hat gemeint, in meinen Montagsvideos sind sehr viele nützliche, interessante Themen drin. Ich soll es doch auf mehrere kürzere aufteilen. Ich sehe da jetzt momentan keinen Sinn drin, weil am Anfang sage ich immer, das habe ich letztes Mal schon so gemacht, ich habe ein Hauptthema, zu dem komme ich dann natürlich irgendwann im Laufe des Videos und beantworte ein paar sichere Fragen. Die Leute, die in meine Videos die Kommentare durchlesen, sehen ja das sowieso schon. Ich könnte aber das gerne unten nochmal einschreiben. Hashtag Montagsvideo aufteilen. Ob ich da mehrere Videos immer draus machen soll mit einem extra Ding. Ich finde es so besser. Dann habe ich wieder einen super Kommentar gekriegt vom Heinz-Jürgen Hein. In den letzten Videos habe ich auch irgendwo ja, ein bisschen gewettert. Nicht gegen die Normen, sondern gegen die Unfähigkeit vieler Menschen, die das eigentlich wissen müssten. Über die Unfähigkeit, die richtig zu interpretieren, richtig auszulegen. Und da hat mir der liebe Heinz Jürgen geschrieben, alle VDE-Normen haben seit 1995 Gesetzescharakter. Nennt sich Maschinenrichtlinie. Da kommt auch ein Bayer nicht drum herum. Heinz Jürgen, jetzt kann ich nicht sagen, ach, mein Freund, weil Freund werden wir mir zwei nicht. Ich blende da jetzt einmal einen Auszug aus der Maschinenrichtlinie ein, für was das der gut ist. Maschinenrichtlinie hat bei uns im Handwerk draußen absolut nichts verloren. Absolut nichts. Wenn ich heute was umbaue, CE-Zertifizierung, was verschicke, wo ein Hersteller bin, irgendwas, dann mag das durchaus wahr sein. Aber genau das ist es. Das sind die Kommentare, die ich so narrisch mag. Du hast einmal irgendwo etwas gehört. Und dann hast du gedacht,
Das hab ich habe jetzt irgendwo etwas gehört, ich habe noch Wissen, das Wissen habe ich noch niemals irgendwo sagen können. Wow, da ist jetzt der Bayerische Elektrikerkanal, da kann ich jetzt mein Wissen ausdrucken und dann kriege ich wieder Lob. Dabei hast du voll in die Scheiße eingehaut. Voll in die Scheiße eingehaut. Ich bin mir sicher, du bist einer von denen, dir kann man ein Pfund warmer Leberkäse sauber in Alufolie und in einer Schachtel einwickeln und ins Autoradio verkaufen. Du glaubst es und kennst das erst daheim, dass der Stecker nicht passt. Eine Anfrage, ein Kommentar, den ich ständig kriege oder sehr oft kriege, eigentlich zwei davon, einmal oder drei sogar. Einmal Inselbetrieb, PV-Anlage, sollte ich doch einmal irgendwie machen. Das nächste ist Ladesäulen-E-Auto, irgendwie da mal irgendwas machen. Und das dritte ist Notstromerzeuger ins Hausnetz einbinden. Ich bin da am Überlegen, ich bin auch da schon dran, ein bisschen was machen. Es ist nur das Problem, die Sachen gibt es nicht für 4,50 Mark. So eine Ladesäulengeschichte, wenn ich machen soll, dann muss ich mir da irgendwie eine Ladesäule organisieren. Das gleiche ist mit dem Notstromerzeuger und nachher ist schlimmer der Inselbetrieb. Natürlich kann ich jetzt irgendwelche Geschichten verzeihen, irgendwelche Sachen, aber das ist halt nicht angepasst, das passt. Das ist dann nicht mein Kanal. Bei einem von deinen Videos ist es mir um die Selektivität von Leitungsschutzhaltern gegangen. Dann hat der Wanst Günther hat mir geschrieben, ich habe da gesagt, 25er LS und 16er LS sind selektiv zueinander. Er schreibt da, nein, das ist nicht so. Da hat er grundsätzlich vollkommen recht. Zwei Leitungsschutzhalter, die in Reihe liegen, muss der Bemessungsstrom von einem auf den anderen ums 1,6-fache höher sein, dann ist eine Selektivität gegeben. Bei meinem 16 Ampere ist die letzte Sicherung und die vorletzte, die dann vorgestellt ist, müsste dann mit dem Faktor 1,6 warten 25,6 Ampere und ich habe nur 25 Ampere drin. Sagen wir so. Du hast recht und das nehme ich in Kauf. Jetzt kommen wir zum Thema Verzinnen. Als ich mit YouTube begonnen habe, meine ersten Videos, wo ich die Einschaltautomatik oder bestimmte Elektrovideos gezeigt habe, habe ich mein sogenanntes Probierkabel gezeigt. Da haben die Drahtenden verzinnt. Keine Ahnung, ich hülle es noch. Da habe ich auch schon tausendmal erklärt, warum ich das so gemacht habe. Weil ich nicht mehr vierte, wie die Arendthülsen, wenn sie 100 Mal irgendwo drin haben, werden die ja mit der Zeit nicht besser. Wenn man die ständig irgendwo aus- und einklemmt, werden sie ja nicht besser. Dann muss man das wieder nachmachen. Vollkommen egal. Das ist ja immer nur eine Demonstration gewesen. Da hat es am Anfang die Kommentare, die waren da absolut oben, haben wir ja dann Kommentare gekriegt. Die haben nur das gesehen, dass dieses Ende verzündet ist. Haben schon gesagt, nein, das ist verboten. Auch heute kriege ich immer wieder Kommentare. Ich blende jetzt ein paar Kommentare mehr ein, es sind ein paar sehr sinnvolle drin. In einem von den letzten Videos habe ich gesagt, zum Verzinnen im Leistungsbereich würde ich nicht raten, weil aufgrund der, glaube ich, hat das dann so aufgefasst, dass, weiß ich nicht, ich das irgendwie so gesagt hätte, durch Wärme entsteht durch die hohe Last und schmilzt dann weg. Das, glaube ich, hat er meinen Verkehr verstanden. Ich habe dann gesagt, dass der Übergangswiderstand, das Thema beim Lötzinn ist ja der Kaltfluss. Das hat jetzt nichts mit der Temperatur erstmal zu tun. Das heißt, das verkriecht sich in die Adern. Plötzlich sind in einem Schraubkontakt drin. Natürlich ist die Verbindung nicht mehr so flächenbündig. Dadurch erhöht sich der Übergangswiderstand. Ein erhöhter Übergangswiderstand führt zu einem höheren Strom und der höhere Strom in dieser Klemme führt dazu, dass sie das erwärmt. Ich habe nicht gesagt, Wärme ist Schuld für den Kaltfluss. Also da hast du irgendwas falsch verstanden. Irgendein anderer Kommentarschreiber hat dann genau, oder war das jeder, weiß ich nicht mehr, mit welchen Temperaturen, was, um das ist mir nie gegangen. Habe ich auch nicht so nicht behauptet. Das Problem ist Kaltfluss. Dieses Problem hat man aber eigentlich nur bei Schraubverbindungen. Bei Klemmen, Käfigklemmen, Federzugklemmen, wie es auch alle heißen, hat man das Problem nicht. Und da ist es auch nicht verboten, egal was es tausendmal sagt, oder ob ein Industriebetrieb das nicht erlaubt. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wie macht man jetzt mit das auf der Baustelle? Angenommen, wir fahren jetzt auf die Baustelle. Wurscht, ob das jetzt Aufputz, Unterputz, Hohlwanddosen, Festinstallation,
Wir haben jetzt in dem Fall eine Hohlwanddose, eine dreiadrige starre Zuleitung und eine vieradrige 4x075er Leitung zum Jalousiemotor. So findet man mir das vor. 4x075er Leitung zum Jalousiemotor. Tausendmal vorgefunden. Wie machst du jetzt das? Ist mir klar, ich brauche jetzt nicht blau und gelb von der flexiblen Leitung. Brauche ich nicht verzinnen oder brauche ich nicht Radenthülsen, die werden einfach nur gerät gemacht, kommen die gleich mehr ein. Okay, jetzt bleibt aber noch über die starre Zuleitung und der schwarze und der braune in dem Fall, also für Auf- und Ab vom Motor. Wie machst du jetzt das? Du hast jetzt da nochmal irgendein Schnappwagen gleich mal ein und eine starre Ader dann außer. Du musst in den Jalousieschalter das einklemmen. Wie machst du das? Ich kann dir sagen, wie es ich mache. Und da interessiert mich nicht, was irgendeine Norm oder irgendeine Vorschrift sagt. Ich kann dir das sagen. Diese zwei Adern tun ich verzinnen. Lang genug. Wir haben ja nicht, von Dummsdorf. Lang genug, dass ich weiß, dass die Isolierung da nicht mit eingeht, sondern dass nur das verzinnte Metallkupfer da drin ist. Dass ich nicht plötzlich irgendwie da Schwierigkeiten habe. Lang genug. Das hat mir halt einfach nicht gefallen. Und dann tue ich das ganz normal in dem Schalter auflegen. Dann habe ich in dem Schalter drin verzinnte Aderenden. Was ist jetzt? Bin jetzt böse. Der Imbich in ich, wie heißt der? Ich bin dagegen, hat mir einen super Beitrag dazu geschrieben. In seiner Lehrzeit hat es keine Adenthülsen noch nicht gegeben. Da hat die Flexdraht in der Verteilung drin verzinnt worden. Er schreibt dann, ja, heutzutage ist das wohl verboten und was weiß ich was. Er kann sich aber jetzt auch nicht daran erinnern, dass da irgendwie großartig passiert ist. Und genau das ist das Problem. Das ist das Problem wahrscheinlich, das ich immer wieder sage und immer wieder sehe. Das kann ja eh alles sein. Das wird 1000%ig stimmt das mit dem Kalbfluss. Aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat das 100 Jahre gepasst. Und dann haben die irgendeine Pfusche irgendwo nicht gescheit verzinnt. Und dann kommt halt das raus, haben die Dosenklemmen nicht richtig angezogen, haben keine Ahnung, die anderen Adern, die noch drin waren, weil beim Verklemmen muss man mindestens zwei Drähte haben, sonst gibt das irgendwie nicht viel Sinn. Die anderen Drähte nicht gerecht gewesen, sondern bumm, und hat dann nachgegeben. Dann ist der Übergangswiderstand größer geworden, das Ganze hat sich gelockert. Ich bin 1000% davon überzeugt, wenn ich ein ganzes Haus flexibel installieren würde, darf man natürlich nicht, ist schon klar. Aber wenn ich das machen darf, selbst bei den 16 Ampere lasten, würde ich mit Dosenklemmen verklemmen, darf das genauso lang halten, wie von den meisten Kasperl, wenn sie es mit Vago-Klemmen machen. Auf jeden einzelnen Kommentar mag ich jetzt gar nicht mehr eingehen, ich spare jetzt da mal ein paar ein. Das ist schon irgendwie erschreckend, da geht es jetzt gar nicht um irgendwelche dumme Kommentare, mir geht es allgemein einfach um das, wie ich das davor schon mal versucht habe zu erklären oder wenn ich es anschneide. Mir kommt das ja so vor, wie wenn die Leute heute hoffnungslos alle irgendwie unterfordert wären. Man muss nicht mehr selber denken, man soll ja gar nicht mehr selber denken, und die meisten können es ja sowieso nicht mehr. Schnappt dann irgendwo etwas auf, haben irgendwo ein Wissen und das druckt es jetzt. Sie haben jetzt Wissen, sie können aber das gar nicht anwenden. Okay, dann kommt natürlich da der Elektrikerkanal genau richtig, da kann man jetzt das Wissen ausdrucken. Dann schauen Sie, dass irgendwo ein kleines bisschen das Wissen zu dem Thema passt, ob es wirklich passt. Für das haben sie dann gar nicht hingehört. Und dann drucken sie das Wissen aus. Ist halt falsch. Aber genau so erklären wir das. Und jetzt zu dem Thema Dialekt. Ich blende auch mal ein paar Kommentare ein. Ganz viel war nicht schlecht und Inhalt ist gut, aber der Dialekt, der versteht mich nicht und der versteht das nicht und der versteht gar nicht, warum ich überhaupt Rufwut heiße. Da muss ich dazu sagen, ich habe jetzt lange über das nachgedacht. Es habt ehrlich an alle die, die mich nicht verstehen können, ihr habt mein Mitgefühl. Ich bewundere euren Mut, dass ihr auf dieser öffentlichen Plattform euer Defizit zugebt. Das ehrt euch sehr. Unwahrscheinlich viel. Immer wenn es um den Dialekt geht, kriege ich unwahrscheinlich viel Kommentare. Ein von Hamburger, ein von Bremen, ein von, vollkommen egal, aus dem Kosovo, aus der Elfenbeinküste. Die schreiben, ja, es ist oft ein wenig schwierig, vor allem wenn ich in Rage bin und schnell schmatze, ist das für die Zuschauer sehr schwierig. Manche Szene müssen das jetzt zwei, dreimal anhören, um dann das zu verstehen, wenn es um irgendeine technische Geschichte geht. Da muss ich sagen, die Leute haben praktisch die mir das schreiben. Das ist bestimmt nicht einfach. Für irgendeinen Berliner ist das bestimmt nicht einfach, mich zu verstehen. Aber scheinbar erkannt,
dass der Inhalt des Videos für ihn interessant ist. Also gibt er sich Mühe. Hört sich manche Szenen zweimal und dreimal an, wenn es einmal ist. Ist ja so. Ich sprich halt Dialekt, ich bin ein Bayer und stehe dazu und werde das auf gar keinen Fall ändern. Also Kommentare vom Jürgen Driesen. Das interessiert mich kein Stecker nicht. Wenn du mich nicht verstehst, ist das Problem nicht bei mir, sondern bei dir. Du bist halt einfach nicht halt nur in der Birne, dass du das verstehst. Ist ja dein Problem. Ich, ganz ehrlich, mir ist das vollkommen egal, ob du mich abonnierst oder nicht. Das ist mir so wurscht. Ich weiß ganz genau, wenn du irgendwo im Elektrobereich irgendwie etwas Sicheres brauchst, dann sicher einen Tipp brauchst, den ich als Video geliefert habe, schaust du mein Video 36 Mal hintereinander an. Ob du mich verstehst oder nicht, das gesäubere dabei. Du bist 1000%ig genau der gleiche wie die anderen auch. Kostenlose Information, die sollte man es noch vorlesen. Vorlesen sollte man das noch, dass du ja nicht selber denken musst. Im letzten Montagsvideo ist es ja schon sehr, sehr gut abgegangen. Und da habe ich dann auch gesagt, manche Kommentare dann haben Idioten. Jetzt hat mir der U6 hat mir geschrieben, ich muss meinen Ton mäßigen. Er ist kein Idiot. Bursche, werde dir mal was sagen. Wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst, hörst du vielleicht doch dazu. Jetzt muss ich aber nochmal zum Thema Verlöten, Verzinnen zurückkommen. Der Jan X, den Kommentar blendet ein, hat das auch vor Wochen schon mal irgendwann geschrieben. Jeder Buschwächter, wenn neu ausgeliefert wird, ist ein Weichelklemm drin und die Adern vom Wächter raus haben verzinnt. Ja, wie geht denn das? Macht das Buschjäger seit Jahren falsch oder wie ist das? Bei ganz vielen Anwendungen. Du kriegst unwahrscheinlich viel für Fußbodenheizung, Raumthermostate, haben die Adern, die Aderenden, sage ich jetzt einmal, verzinnt. Rollomotore gibt es en masse, wo Kabel drin ist, haben die Aderenden verzinnt. Also grundsätzlich zu behaupten, verzinnen stimmt nicht. Wer das sagt, der ist einfach, ja, ich darf ja nicht mehr so, ja gut, jeder, der das behauptet, der schwimmt sogar im Milch. Erich Vollmer hat mir das geschrieben, gell? Wenn ich nicht so, weiß ich nicht, voll Dialekt, so extrem Dialekt, dann darf ich mich vielleicht schon, muss ich nicht, brauche ich nicht. Sag einmal zu einem Bayern, er soll da rechts hinten gehen. Sag einmal das. Der tut alles auf der Welt, gerade nicht da rechts hinten gehen. Und genau das erreicht es mit sicheren Kommentaren. Je mehr von mir gefordert wird, dass ich nach der Hopperl-Hochdeutsch sprich, umso mehr mache ich es im Dialekt. So gehen die Gang bei uns. Der Mario Klang hat bewiesen, es gibt natürlich Kommentare, die haben komplett außerhalb jeglicher Schiene. Die kann man irgendwo, die kann man nirgendwo einordnen. Das blende ich mal ein. Mario, wird schon wieder. Du wird schon wieder. Ein Anliegen habe ich noch im letzten Video, habe ich zum Beispiel, wie ich das gemacht habe, diese Winkel verwendet. Ich habe es im Video nicht erwähnt, habe die ganz normal einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt, so mache ich es eigentlich immer. Natürlich ist das ein Amazon Affiliate Link, wenn ihr das kauft, kriege ich ein paar Knutscher. Nein, wieder Kommentare kommen, ja, die Werbung wird viel zu viel. Ja, in der anderen Seite ist es so, ich habe es ja nicht wirklich erwähnt. Habe ich, glaube ich, in dem Video, wo ich das hergenommen habe, ca. 10-15 Kommentare gekriegt, die roten Winkel, das Geodreieck und der rote Winkel, das interessieren, wo ich das kriege. Da haben sie mich angeschrieben, auf Instagram, private E-Mails, als Kommentar. Ja, das ist jetzt schon sehr schwierig. Selbstverständlich, das, was heute in dem Video dran war, da jetzt irgendwo der Leckholm, keine Ahnung, der supergeile Schraubstock, letztes Mal der Milwaukee-Bohrersatz, das zeigt, das nehme ich her, was gut ist. Irgendwann auf dem Milwaukee hat irgendwann geschrieben, warum ich da über ausländisch Zeug hernehme, gibt ja bei uns auch gute. Ich weiß gar nicht, ob das du Bosch meinst oder ich weiß nicht, was für einen Hersteller das du meinst. Du glaubst ja nicht selber, dass das Zeug noch recht viel in Deutschland hergestellt wird. Ich weiß nicht, was. Das sind wieder so Idiotenkommentare. Kann ich einfach nicht verstehen. Selbstverständlich, das, was ich in dem Video über hernehme und zeige, verlinke ich drunter, haben Affiliate-Links, ist ja mit einem Kreuzer gekennzeichnet, das ist ja kein Geheimnis. Ich meine, das weiß mittlerweile ja jeder von euch gescheit. Und wenn du da drauf drückst, dann kriege ich wieder ein paar Knutscherl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, für den einen oder anderen war was Nützliches dabei. Heute war es nicht gar so viel wie im letzten Mal. Nächstes Mal schaut es vielleicht wieder anders aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch, Servus.